Hallo, nun kommen wir zu unserem letzten Thema im Rahmen des Kurses Bertolt Brecht, also Bertolt Brecht und neue Medien. Also wenn wir heute neue Medien sagen, das meinen wir digitale Medien. Aber damals, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, meinte man dabei den Rundfunk und den Film. Die traditionellen Medien sind seither die gleichen geblieben. Das sind die Bücher und die Presse, beziehungsweise Zeitungen und Zeitschriften. Also Bertolt Brecht hatte sich mit all diesen Medien sehr aktiv und produktiv auseinandergesetzt. Er schrieb für Zeitschriften und Zeitungen und er veröffentlichte seine Bücher in verschiedenen Reihen und Editionen. Dazu hat er sich theoretisch und praktisch mit dem Rundfunk und mit dem Film auseinandergesetzt. Leider aber hatte er nicht so viel Erfolg in dem Bereich. Er war offen für Neuerungen, aber es ging nicht so gut immer mit den neuen Medien. Also die neuen Medien am Anfang des 20. Jahrhunderts waren irgendwie einerseits positiv, andererseits negativ akzeptiert. Damals gab es die Stimmen für und gegen Medien, wie es heute auch die Stimmen dagegen und dafür gibt, wenn es die neuen Medien bzw. digitalen Medien betrifft. Also gegen die neuen Medien waren vor allem Thomas Mann, Kafka und Max Reinhardt. Thomas Mann gemeint, dass die neuen Medien im Grunde unkünstlerisch sind. Thomas Mann war damals ein Ästhet und erwartete von der Kunst, dass sie wirklich hohe Ansprüche erfüllt. Kafka war gegen die Uniformierung des Bewusstseins, die durch die neuen Medien erreicht wird. Man muss zugeben, Kafka hatte wieder mal recht, aber das hat nicht die Medien daran gehindert, dass sie weiter verbreitet werden. Max Reinhardt, der berühmte Dramatiker, war gegen den Film, weil er in dem Film die entseelte Mechanik beobachtete. Manche Autoren haben sich gegenüber den neuen Medien offen gezeigt und sie hatten es vor, sich mit den neuen Medien theoretisch auseinanderzusetzen. Da sind zwei Namen zu nennen, also Walter Benjamin und Bertolt Brecht. Walter Benjamin war ein jüdischer Philosoph und Kulturkritiker, der mit Bertolt Brecht befreundet war und er war offen gegenüber den neuen Medien und er hatte sich auch kritisch mit ihnen befasst. Bertolt Brecht selbst hatte sich sowohl kritisch, aber auch produktiv mit den neuen Medien auseinandergesetzt. Er hatte aus den Einsichten über die neuen Medien eigentlich viel gelernt und sie hatten einen großen Einfluss auf seine literarische Arbeit. Die Medienästhetik hatte Bertolt Brecht auf die Gestaltungsprinzipien seiner literarischen Werke übertragen. Also er hatte einfach gelernt und verschiedene Elemente aus den neuen Medien übernommen und sie irgendwie in sein literarisches Werk integriert. Im Rahmen des Rundfunks hatte Bertolt Brecht seine Theorie entwickelt und sowohl er als Benjamin haben den Rundfunk als ein Mittel der Demokratie betrachtet. Also sie haben das Potenzial in dem Radio gesehen. Leider hat sich später in einer anderen Richtung entwickelt. Wir wissen, dass Hitler Radio als ein Mittel der Propaganda benutzt hat. Aber Walter Benjamin und Bertolt Brecht konnten das damals Anfang der 20er Jahre noch nicht wissen. Und sie hegten immer noch die Hoffnung, dass man den Rundfunk als ein Mittel im sozialistisch-proletarischen Kampf verwenden könnte. Also sie hatten gemeint, dass die neuen Medien und vor allem das Radio im sozialkritischen Sinne benutzt werden könnten. Bertolt Brecht hatte zur Aktivierung der Zuhörer die sogenannte Radiotheorie entwickelt. Er hat gemeint, dass der Rundfunk zum Kommunikationsapparat werden könnte und auch sollte. Er meinte, dass die Empfänger bzw. die Zuhörer zugleich die Sender sein sollten. Damals, im Rahmen der Weimarer Republik war diese Theorie überhaupt nicht zu verwirklichen. Aber in der Nachkriegszeit mit dem Konzept des Features kam diese Idee zur Verwirklichung.
Bertolt Brecht hatte von Anfang an versucht, eine enge Beziehung zu den neuen Medien zu bilden, so dass seine Stücke, die er schon geschrieben hatte, gesendet wurden, wie zum Beispiel die groteske Mann ist Mann im Jahre 1927. Danach hat er auch einen Radiolehrstuhl geschrieben, den Ozeanflug, und dieses Werk gehört zu den Hörspielen über Pioniere und Abenteurer der Zeit, die Polarforscher, Bergsteiger und Flieger. Für Bertolt Brecht selbst war das Thema des Fliegens sehr interessant und er hatte sich mit ihm oft beschäftigt. So hatte er damals ein Lehrstück für Kinder geschrieben, Flug des Lindberghs aus dem Jahre 1929. Und in dem Lehrstück zeigte er den Weg von Charles Lindbergh, eines amerikanischen Fliegers, der alleine den Atlantik überquert hatte. Also er war der Erste, der alleine ohne Pause von New York nach Paris geflogen ist. Davor gab es verschiedene Menschen, die zu zweit oder mit Pausen also den Atlantik überquert haben, aber er war der Erste, der es alleine und ohne Pause geschafft hat. Danach haben wir verschiedene Gedichte, die Bertolt Brecht für den Rundfunk geschrieben hat, und zwar im Exil. Also im Exil beschäftigt er sich weiterhin mit diesem Medium, beziehungsweise er hatte das Interesse, durch dieses Medium auf die anderen zu wirken. So entstanden verschiedene satirische Gedichte für den Freiheitssender mit dem vielsprechenden Titel, wie zum Beispiel »Was der Führer nicht weiß« oder Wörter, die der Führer nicht hören kann, die Sorgen des Kanzlers, Dauer des Dritten Reichs. Also der Schwerpunkt liegt auf der Person von Adolf Hitler. Zum Beispiel, in dem Gedicht, was der Führer nicht weiß, haben wir ganz ironisch diesen Anfang. Nach der Ansicht vieler kleiner Leute weiß der Führer nicht, dass sein Minister für Unterricht immer betrunken ist und sein Führer der Arbeitsfront nie nüchtern, dass sein Propagandaminister lügt, wenn er das Maul aufmacht, dass sein Kriegsminister den Krieg vorbereitet, dass sein Polizeiminister Beweise gegen seinen Luftfahrtminister hat, dass er gegen Besteckungsgelder seinen Industrieführern erlaubt, dass sie dem Staat schlechte Maschinen liefern. Also haben eine Reihe weiterer Verse davon, was der Führer nicht weiß. Also natürlich meint Bertolt Brecht das ganz ironisch, aber er zeigt die Tatsache eigentlich, dass viele Menschen an Hitler glauben und ihn so sehen, wie er nicht war. Also dass sie ein verschönertes Bild von ihm haben. Wörter, die der Führer nicht hören kann. In den Ministerien ist es bekannt, dass der Führer zusammenzuckt bei allen Wörtern, die mit der Silbe pro beginnen. Solchen wie Prolet, Prosa, Provokation oder Pro und Contra. Auch Prostitution und Profit scheinen ihn mit Unruhe zu erfüllen. Wenn man diese Wörter in seiner Gegenwart erwähnt, blickt er scheu auf, mit einem gehetzten, schuldbewussten Ausdruck, den sich der Sprechende schwer erklären kann. Eine andere Silbe, die ihm Schwierigkeiten bereitet, ist die Silbe Kram, vorkommen in dem Wort Kram, das ein kleines Gewicht bezeichnet, und in Wörtern wie Grammatik. Da der Führer eine solche Abneigung gegen die Erwähnung dieser beiden Silben zeigt, ist es natürlich, dass besonders ein Wort, das beide enthält, unter keinen Umständen in seiner Gegenwart ausgesprochen werden darf, weshalb bei Veranstaltungen der Partei und der Theater das Wort Programm stets durch die Bezeichnung Vortragsfolge ersetzt wird. Also die Wörter Prolet, also Proletariat und also die Gegner des Kommunismus sind für Hitler störend. Provokation gefährlich. Pro und Contra sind die Elemente, die man in einer Argumentation bzw. einer Debatte benutzt, also die Gesprächsformen, in denen man zum Nachdenken kommt. Profit, Prostitution sind ebenfalls Wörter, die ihn stören, wie auch Prosa. Aber das Wichtige ist, dass Grammatik und Programm für ihn abstoßend wirken. Im Gedicht »Die Sorgen des Kanzlers« haben wir die erste Strophe.
Wenn der Propagandaminister von der Not des Volkes spricht, hält er mitunter erschüttert ein und dann kommt ein Aufschrei, unser Führer bekommt graue Haare. Also es ist ganz ironisch gemeint, also wenn sich Hitler um das Volk kümmert. Also dies ist eine Pose und natürlich also eine Lüge. Wenn der Kanzler im Radio brüllt, sagen die Leute, wie er sich anstrengt. Da sie sich den ganzen Tag über angestrengt haben, könnte sie selber nicht so brüllen. Also das meint, dass er den ganzen Tag hindurch wahrscheinlich nicht getan hatte, so dass er sich nun beim Reden, beim Brüllen ruhig anstrengen konnte. Alle erfahren, der kommende Krieg lässt den Kanzler nicht schlafen. Wie wäre es, wenn der Kanzler sich Schlaf gönnte und es käme kein Krieg? Also ob es den Krieg geben wird oder nicht, das ist von wem abhängig? Von dem Kanzler selbst. Die Nachbarländer sprechen nur mit Verachtung von unserem Land. Misswirtschaft und Gewalttat werden von ihnen laut verurteilt. Es heißt, dass der Kanzler, wenn er die fremden Zeitungen liest, oft weint. Dann fordert der Propagandaminister das Volk auf, seine Tränen zu trocknen. Als ob das Volk dafür schuldig ist? Auch als der Kanzler seine Freunde abschlachtete, weil seine Geldgeber es verlangten, soll er sehr ernst gewesen sein. Wenn das Volk nichts zu essen hat, soll ihm der Magen knurren. Also soll ihm der Magen knurren, wenn das Volk nichts zu essen hat. Also stimmt das? Sicher, wenn er unser Land in den Krieg gestürzt hat, wird er weinen wie ein Kind. Wenn eure Söhne und Männer fallen, wird er seufzen. Wenn ihr wieder Gras fresst, wird er ernst blicken. Dann werdet ihr erkennen, dass ihr einen guten Kanzler habt. Im folgenden Gedicht haben wir das Thema der Dauer des Dritten Reichs. Der Führer versichert, dass das Dritte Reich 30.000 Jahre dauern wird. Daran soll höheren Ortes kein Zweifel bestehen. Zweifel soll höheren Ortes nur bestehen, ob das Dritte Reich den nächsten Winter überdauern wird. Also die großen Versprechen von Hitler haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun, denn man weiß gar nicht, ob man den Winter überleben wird. Der Führer versichert, dass der kommende Krieg gewonnen werden wird. Daran soll höheren Ortes kein Zweifel bestehen. Den Krieg gewinnt, wer die meisten Rohstoffe, die meisten Lebensmittel und die ausdauerndsten Soldaten hat. Wenn also alle Soldaten, die die Tanks steigen, lange genug drinnen bleiben, alle ihre Frauen und Kinder Rüben fressen und Großvater Stilke seine Abfalltonne tüchtig nach Zinn auskratzt, muss der Krieg, der kommen wird, gewonnen werden. Also der Hunger in den damaligen Jahren. Den nächsten Weltkrieg werden wir gewinnen, wenn wir genügend Abfall sammeln. Daran soll höheren Ortes kein Zweifel bestehen. Zweifel besteht nur, ob zum Beispiel die Leitungsdrähte, die statt aus Kupfer, aus Aluminium gemacht werden müssen, lange genug halten werden. Der Führer versichert, sie halten 30.000 Jahre. Nun haben wir den Film. Bertolt Brecht hat sich von Anfang an mit dem Film beschäftigt, und zwar er hatte die Drehbücher geschrieben in der Weimarer Republik. Und zwar zuerst im Detektiv- und Abenteuergenre. Er hat mehrere Drehbücher geschrieben, aber keins von ihnen wurde verfilmt. Das drehbare Bordell beschäftigt sich mit dem Schmuggeln von Mädchen. Dann haben wir den brillanten Fässer, also einen Raub. Und die Räuber haben die Brillanten irgendwie in Orangen versteckt und nun müssen sie sie zurückbekommen. Traumturm ist eine Dreiecksgeschichte, die auch mit Brechts Leben zu tun hat. Also in diesem Szenario, also in diesem Drehbuch haben wir also eine Frau zwischen zwei Männern. Sie kann nicht zwischen den beiden wählen und der Kapitän bringt sich um, um ihr die Wahl zu erleichtern. Aber der Leutnant wird für den Tod beschuldigt. Also die Situation hat sich irgendwie verschlimmert. Bertolt Brecht war damals in der Beziehung mit Marianne Zoff, die mit einem anderen reichen Mann zugleich also verbunden blieb. Und sie ließ ein Kind von Bertolt Brecht abschreiben, weil Brecht einerseits mittellos, andererseits heiratsunwillig war. Und diese Situation hatte er auch auf das Szenario übertragen.
Nur ein Kurzfilm aus den 20er Jahren wurde von Bertolt Brecht verfilmt, und das war ein Film über einen Frisiersalon. Eigentlich eine Burleske mit Horrorelementen, also gar nicht von hoher Qualität. Dann versuchte Bertolt Brecht ein Stück verfilmen lassen, und das war die Dreigroschenoper. Das Drama selbst hat einen großen Erfolg erreicht, und die Produzenten haben das Gleiche vom Film erwartet. Bertolt Brecht hatte ein Filmexposé im Jahre 1930 geschrieben mit dem Titel Die Beule, ein Dreigroschenfilm. Den Produzenten hatte dieses Drehbuch nicht gefallen, und sie haben es abgeschlagen und sie nahmen ein anderes. Bertolt Brecht hat deshalb einen Prozess gegen Nero, also dieses Produzentenhaus, angefangen, wegen der Veränderungen im Drehbuch. Er hatte aber den Prozess verloren, und empört darüber hatte er ein soziologisches Experiment geschrieben, eine Analyse des Rechtsstreits unter dem Titel Der Dreigroschenprozess. In dem Text hatte er die Kunstfreiheit besprochen, und er hat gemeint, dass dies nur eine Illusion ist, dass man in der modernen Gesellschaft keine Kunstfreiheit hat und keine Freiheit über die künstlerische Produktion und Distribution. Also hier zeigt er auch, wie sich die Einflüsse der neuen und alten Medien bei Produktion und Rezeption durchmischen, und er zeigte die positiven und die negativen Seiten dieser Durchmischung. Das Einzige, was Bertolt Brecht nach dem eigenen Geschmack bzw. nach den eigenen Wünschen im Rahmen der Weimarer Republik und auch Zeit seines Lebens verfilmt hat, war eigentlich Kuhle, Wampe oder Wem gehört die Welt aus dem Jahre 1932. Das war der einzige Film, das von Bertolt Brecht und von seinen Mitarbeitern realisiert wurde. Er war eigentlich nicht im Vordergrund, sondern der Regisseur Zlatan Dudow. Das Drehbuch haben super zusammen Bertolt Brecht, Ernst Ottwald und Dudow geschrieben. Hier haben wir einen proletarischen Film, und Hintergrund ist das Schicksal einer Familie. Aber dies ist nur der Anlass für verschiedene politische Themen in diesem Film. Vor allem ist das Lied, Solidaritätslied, wichtig, in dem Bertolt Brecht eigentlich das eigene Programm verwirklichen kann. Und es gibt auch in diesem Film Elemente der Agitprop-Truppen, also der Stücke der Agitation und Propaganda im Sinne der proletarisch-revolutionären Literatur in der Weimarer Republik, also der kommunistisch engagierten Autoren. Wegen der Szenen, die mit der Politik und mit dem Sexualbereich zu tun hatten, kam es zur Zensur. Die Reaktion waren Presseprotest. Sie haben den Film im YouTube. Ein Link ist da im Moodle, und Sie sollten den Film anschauen und die folgenden Fragen beantworten. Wo und wann spielt sich der Film ab? Also in welchem Jahr oder in welchen Jahren und in welcher Stadt? Welche sozialen Probleme werden im Film angesprochen? Also verschiedene Probleme der Weimarer Republik werden eigentlich zum wirklichen Thema. Jene Familie und die Probleme in der Familie, der Freitod und auch die Liebesbeziehung und die Ehe und die Abtreibung, das bleibt irgendwie nebenbei. Dann ist es wichtig festzustellen, was eigentlich coole Wampe ist. Also das ist die titelgebende Bezeichnung. Dann im dritten Teil haben sie ein Treffen am Ende des Films eigentlich, und sie sollten mal feststellen, was für ein Treffen es war und wozu gab es den Anlass. Und zuletzt sollten sie die Frage eigentlich beantworten, mit welchem Lied beendet der Film und mit welcher Frage. Welche Frage wurde am Ende gestellt und die wir als Zuschauer eigentlich beantworten sollten. Bertolt Brecht versuchte sich im Film auch später in Hollywood, also im Exil,
Aber das ging nicht so gut. Also Sie erinnern Sie sich an Hollywood Elegien, die uns zeigen, wie unerfolgreich er in Hollywood war. Also Berg schrieb mehrere Drehbücher für Hollywood, aber nur eins wurde verfilmt, und zwar nicht so, wie er es wollte. Bertolt Brecht hatte zusammen mit Fritz Lang die Idee zu einem Film Hangman Also Die. Es kam zur Verfilmung dieses Drehbuchs im Jahre 1943. Es war sehr erfolgreich und es gehört heute zu den Klassikern des Films. Im Hintergrund haben wir ein historisches Ereignis, das Attentat auf den SS-Offizier Reinhard Heydrich aus dem Jahre 1942. Für Bertolt Brecht war es wichtig, die Solidarität des tschechischen Volkes gegenüber der Nazis zu zeigen. Also, obwohl sie in Gefahr waren, wollten sie den Namen des Attentäters nicht verraten. Und in dem Sinne haben sie den Feind bzw. die Nazis besiegt. Das Problem war, dass Bertolt Brecht zusammen mit dem berühmten expressionistischen Regisseur Fritz Lang gearbeitet hatte. Aber Fritz Lang hatte auch einen Übersetzer engagiert, John Wexley. John Wexley hatte das ganze Drehbuch ins Englische übersetzt und am Ende stand nur sein Name im Drehbuch und Bertolt Brecht überhaupt nicht. Bertolt Brecht wurde betrogen. Bis zum Jahre 1998 wusste man eigentlich nicht, dass er sich an dem Drehbuch beteiligt hatte. Es gab keine Beweise, alles wurde zerstört und er konnte eigentlich sich als Autor nicht durchsetzen. Also das war eine bittere Erfahrung in Hollywood, die nur dazu beigetragen hatte, dass er sich dort nicht wohl gefühlt hat. In der DDR war die Situation nicht viel besser. Er hatte zwar einen Film verfilmt, den berühmten Film Herr Puntilla und sein Knecht Matti. Dieser Film ist eigentlich ein Unterhaltungsfilm und hat nicht so viel mit den Ideen von Bertolt Brecht zu tun. Also es ist überraschend, dass er es dazu gebracht hat, diesen Film zu machen. Problematisch mit Brecht war im Allgemeinen, dass er viele Konflikte mit Produktionshäusern hatte, weil er seine eigenen Ideen durchsetzen wollte, die Idee des epischen Theaters. Und er wollte auch darüber entscheiden, wer die Darsteller sein sollten. Das ging eigentlich nicht. Und besonders problematisch war die Verfilmung von Mutter Courage und ihre Kinder, zu der es nie gekommen ist. Bertolt Brecht wollte alles bestimmen und die Filmmacher waren dagegen. Sie wollten aus dem Stück einen internationalen Film machen und einen internationalen Erfolg erreichen. Aber Bertolt Brecht war keine Hilfe dabei. Also er hatte eher gestört, als er den Prozess unterstützt hatte. Deshalb haben sie darauf verzichtet, diesen Film zu machen, und Bertolt Brecht wurde in den Medien als der Schuldige genannt. Er wollte sich später irgendwie davon weiß waschen, aber es ging ja nicht, da die Schuld liegt an ihm. Das Problem war, dass Bertolt Brecht gelernt hatte, in der Gruppe zu arbeiten, in der er den Ton angegeben hat. Aber im Rahmen des Films konnte er das nicht, weil er eigentlich die ausreichenden Kompetenzen nicht besaß. Zum Thema Bertolt Brecht und neue Medien haben Sie ein Moodle-Quiz und damit kommen wir zum Ende dieses Vortrags und des Kurses zu Bertolt Brecht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, alles Gute und auf Wiedersehen.